Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 203, meine ich. Und wir gehen mal die Quest abgeben. In der Arena 52. Gucken, was dann auf uns so wartet. Eine Menge Geister. Geh weg, du Geist. Meine komische Quest, die angeblich eine Einzelquest ist, mit dem komischen, hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Weg, weg, nein, geht nicht. So. Mit Stärke. Okay, 2 Gold und 2 Gold 50. Nehmen wir das mit, ja. Bla bla, mit Hilfe, bla bla, okay. Ach so, da drin. So. Schön nah dran zoomen und wir sind 70. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich 70. So, dann würde ich sagen, da haben wir den letzten Punkt. Müssen ja eh gucken, was wir danach tun. Müssen eh dann wieder neu verteilen. Von daher kein Problem. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt erstmal nach Shadrath. Beziehungsweise porten uns nach Shadrath. Dann gehen wir erstmal zum Lederfritzen. Nach Sturmwind. Für Lehrer. Dann gucken wir weiter. Und man kriegt noch einen. Och, dann brauchen wir gar nicht bezahlen dafür. Das ist praktisch. Können wir das nämlich von der Bank holen und uns gratis wieder auf Null skillen. Danke. Das ist, wie gesagt, das ist nämlich sehr gut. Die Manne sagt, das brauchen wir noch für die andere Quest. Da können wir das Büchlein abgeben. Das Glück sei mit euch. Die Tafel hier vorab geben natürlich. Möge eure Familie gesegnet sein. Sehr gut, sehr gut. So, maybe. Und jetzt sterben wir noch mal mit 70. Erster Tod mit 70 vom Fahrstuhlmonster. Ich hätte warten sollen. Naja, was soll's. Sein hätte ich nicht gedacht. Genau, jetzt haben wir schon ein bisschen Trefferwertung. Das ist super. Das ist da falsch. Jetzt mal theoretisch auch die Quest annehmen für die Netterrochen.
Allerdings müssen wir dafür erst fliegen können. Und dafür brauchen wir... ich glaube... 900 Gold zum schnellen Reiten und 1500 zum Fliegen oder so. Das heißt ungefähr noch 2500 Gold. Und wir wissen auch nicht, wie es aussieht, wenn wir dann Kohle zusammen haben, müssen wir noch ein Reittier. Aber gut, das Reittier ist jetzt nicht arg so teuer. Ich glaube, das sind nur 50 Gold oder so. Hier, der hat nämlich die Quest für uns, für den Flugmeister. Die Naru haben uns nicht vergessen. Ja, fliegen lernen. Mach Bild einmal fest. Aber wie gesagt, fliegen ist immer das teuerste. Im echten WoW, also im Live-WoW, ist das auch noch mit eins der teuersten, aber mittlerweile nicht mehr so das Problem, weil man kriegt das Geld dahinter geschmissen. Oh, das ist abgeschlossen hier. Nimm mal 1000 Gold. So ungefähr. Wir müssen ja knauserig sein mit allem, was wir tun. Und nach Tulaman ist die Quest da. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Machen wir uns mal 10 Stück. Gucken, was wir damit schon hinbekommen. Müssen wir das zum Knotenhaut machen. Seid sicher. Seid gegrüßt. 3,35. Achso. Oh Gott sei Dank, hat er nicht mehr gemacht. Oder macht er? 5 Pünktchen brauchen wir. 3,69. Okay. So, und eventuell noch was. Ja, das sieht gut aus. Pünktchen. 14 frei. Stellen wir das mal. Okay. Hoppala. Auch verkaufen, das ist nicht das Problem. Also den Ranzen können wir mittlerweile auch erstellen. Das hatte ich damals auch mit meinem Schurken. Mittlerweile habe ich, weiß gar nicht, ich glaube eine 30er Tasche, gibt es das? Oder 40er? Die war, ich glaube, die war nicht mehr voll, dadurch, dass ja die 200er Stacks gibt. Drei Schwestern. Aufgeregt. Können wir da, und wenn wir da einen 375 haben, können wir dann auch die epischen Rezepte lernen. Und dann können wir das herstellen und dann sind wir quasi bestens vorbereitet für eventuell Karatan beispielsweise. So, zack.
Rambam. Ach, drei Fäden. Können wir uns die direkt herstellen? Eins, zwei, drei. Fett. Schön. Okay, direkt noch einen Punkt. Zack. Tada! Sieht man direkt, wie blass ich bin. Beziehungsweise hier unser Püppchen. Was habt ihr im Kopf? Haltet euch. So, schwingen wir jetzt mal aufs Pony. Gehen erstmal Post verschicken. Und dann gehen wir nach Schadrat. Nach Sturmwind. Sturmwind angekommen. Gehen wir erstmal zum Lehrer. Ich glaube, wir gehen erst nach Sturmwind. Das ist einfacher, einen Briefkasten zu finden. Schlöpp. Das ist falsch. Nach Sturmwind. Plöpp. Legt auch noch nicht das Portal. Und man kann nicht wie gewohnt einfach losfliegen. Was ich auch oft sehr oft gemacht habe, ist auf mein Pony gesetzt und versucht habe, irgendwo runter zu fliegen. Das war auch uncool. Vor allem, wenn man dann irgendwo abgestürzt ist. Aber ich glaube, ein jeder kennt das. Vor allem von Axramas. Auf die Ziege und plopp. Verdammt, das war das falsche Mode. So. Ups. Das brauchen wir nicht. Ich habe ja eben gesehen. Wegschicken. Drin lassen. Okay. Auch dran wegen Hofgedöns. So. Das Licht sei mit euch. So. Das kommt da drauf. So. Taschen. Ach, wir haben auch noch. Oh. Seht mal. So, aber. Taschen mal rausschmeißen. Das ist das Hofgedöns. Noch verkaufen, aber Quest. Ach, ich glaube, weiß nicht. Ich behalte die Buchse erst noch mal. Upsala, so. Das ist für uns Ruf, das ist Quest, ups, Quest, das ist Zimtgift, Quest, Zahngamaschen, okay, das müssen wir verkaufen, ups, Rufgedöns und Quest.
Quest. Wir haben ganz schön viele Quest-Sachen drum. Muss ich mal so feststellen. Seid vorsichtig. Schwupp. Ich weiß, wir überziehen jetzt ein bisschen, aber das ist nicht schlimm, weil wir sind ja 70, ne? Grüße. So. Ich glaube, die Marke kann man auch irgendwann kaufen. Für Ehre oder so. Nicht richtig im Kopf habe hier auf dem Server. So, wie ihr seht, haben wir nichts mehr. Nix. Ich denke, ich werde so skillen, dass ich dann Beastmaster bin. Von daher. Und da fragt man, was das ist. Das ist die Kanalbestie. Level 60, aber die droppt nichts. Tolles. 50. Hatten wir ja schon damals über uns gefragt, was das ist, wo wir, ich glaube, im wie hieß es denn hier? Schlingdontal waren. Schwupp. So. Jägerlehrer, ich möchte eine Ausbildung. Heilen auf jeden Fall. Falkengedöns auch nur. Aspekt des Wildnis. Wiepenschuss. Ablenkender Schuss. Fachschuss. So. Salve. Schuss. Dann ist es jetzt nicht so für uns. Überleben. Irreführung. Irreführung ist irre wichtig. Springfalle. Ach, Springfalle, Schlangenfalle. So. Tja. Gut. Zielschuss weiß ich nicht, ob wir den da noch haben. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge neu geskillt. Und gucken, wie wir dann die Gegend unsicher machen mit Level 70. Vielleicht versuchen wir uns dann mal an Instanzen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Entweder auf jeden Fall hier. Neu geskillt. Und dann gucken wir, was wir tun. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Je nachdem, wie man das sieht. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns auf Wiedersehen.